Mehr hören, mehr erleben. Der Audioverlag. Wer sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, kommt an Sebastian Haffners biografischen Skizzen über Winston Churchill bis heute nicht vorbei. Haffners elegant geschriebene Skizze über Winston Churchill, diesen ebenso bedeutenden wie in einigen Zügen auch ambivalenten Staatsmann, überzeugt noch heute durch ihre prägnante Darstellung in kurzen Pinselstrichen. 1979, also 22 Jahre nach Erscheinen seiner Skizze über Churchill, bezieht Sebastian Haffner in einer Sendereihe des Deutschlandfunks ebenso eloquent wie kundig im Gespräch mit German Werth Stellung zu Churchill als Fürsprecher Europas und als ein Beispiel europäischen Denkens. Winston Churchill, der Europäer, das scheint ein Widerspruch zu sein. Ich würde sagen, Churchill, ein europäischer Staatsmann, ja, ein Europäer, nein. Ja, da muss man Europäer definieren. Also Churchill war sicher kein europäischer Einiger. Er hat ja auch nach dem Kriege England keineswegs in die damals beginnenden europäischen Gemeinschaftsformen hineingeführt. Er war, was man früher einen guten Europäer nannte. Das heißt also ein Mann, der in erster Linie ein Patriot war, für sein eigenes Land wirkte, aber dabei immer irgendwie das gesamte Europa ein bisschen mit im Auge behielt, darin etwa Bismarck vergleichbar. Bismarck war Mitteleuropäer, Churchill ist Engländer und England hat immer eine besondere Rolle im Gleichgewicht der europäischen Kräfte gespielt und es hat immer den Kontinent von einer Außenposition beobachtet. Das ist richtig und das hat auch für Churchill eine große Rolle gespielt. Trotzdem dachte ich an etwas anderes, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf. Im 19. Jahrhundert hat es vier Leute gegeben, die komischerweise bruchlos aneinander anschlossen, die sozusagen von ihrem Land aus das ganze Europa regierten. Das waren Napoleon I., Metternich, Napoleon III. Und Bismarck. Alle hatten eine Konzeption für Europa, die natürlich ihrem Land eine besonders glänzende Rolle ließ. Aber alle haben tatsächlich so etwas wie eine gesamteuropäische Politik von jeweils Paris, Wien oder Berlin aus betrieben. Teilweise mit Gewalt. Teilweise mit Gewalt und teilweise mit friedlicheren Mitteln oder teilweise mit beidem. Bismarck war erst ein Gewaltpolitiker und später ein sehr erfolgreicher Friedenspolitiker. Nun, weswegen ich Churchill einen guten Europäer nenne, ist, er hatte etwas von dieser Denkungsart. Er war in erster Linie natürlich ein englischer Patriot, wenn Sie wollen, ein englischer Superpatriot. Er hat aber gleichzeitig immer irgendwie an das ganze Europa gedacht, von dem ja alle diese großen europäischen Mächte ein Teil waren. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Die größte Zeit Europas, die Zeit, in der es wirklich eine Art Weltherrschaft, mindestens eine Art Weltvorherrschaft ausübte, waren das 18. und 19. Jahrhundert. Aber in diesen beiden Jahrhunderten hat es kein vereinigtes Europa gegeben, nicht mal eine Bewegung zu einem vereinigten Europa, sondern es war, wie Theodor Fieder es ausgedrückt hat, ein Staatensystem als Weltvormacht. Etwas sehr Paradoxes, was aber immerhin zwei Jahrhunderte lang funktioniert hat. Und zu dieser Epoche, zu dieser Zeit, von ihr geprägt, von ihr, ich möchte sagen, imprägniert, war Churchill. Er war im gewissen Sinne im 20. Jahrhundert schon auch in anderen Beziehungen ein Anachronismus. Er war ein Mann, der Europa so dachte, wie es im 19. Jahrhundert funktioniert hatte, als ein System von Großmächten, die durchaus nebeneinander, manchmal auch gegeneinander standen, aber nie vergaßen, dass sie irgendwie der Teil eines größeren Ganzen waren und dass sie als größeres Ganzes die Welt beherrschen konnten. Nun gibt es ja von ihm einige Äußerungen, die diesen Zustand der Ansammlung von Nationen etwas abfällig hinstellen. Er spricht also 1930 von der Idee der Vereinigten Staaten von Europa und diese Idee würde wie Funken einmal eine europäische Einigung in Bewegung bringen und würde diese Ansammlung von Kehricht, Verschwendung, Partikularismus und Vorurteile hinwegfegen, die damals herrschte, ja. Also die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war ja die Zeit des Verfalls des alten europäischen Staatensystems. Der Erste Weltkrieg
hat es ja irgendwie kaputt gemacht und die Friedensregelung hat noch einiges dazu getan, es weiter kaputt zu halten. Und Churchill hat das durchaus gesehen. Er war in den Jahren, in den 20er Jahren ein sehr unglücklicher Mann. Es hat ihm etwas ganz anderes vorgeschwebt. Vielleicht darf ich da ein paar Sachen vorlesen, die nicht ganz allgemein bekannt sind. Churchill schrieb 1920 an Lloyd George: Seit dem Waffenstillstand wäre meine Politik gewesen, Frieden mit dem deutschen Volk, Krieg gegen die bolschewistische Tyrannei. Absichtlich oder unvermeidlich haben sie so ziemlich genau den umgekehrten Kurs verfolgt. Ich kenne die Schwierigkeiten, ich kenne auch ihr großes Geschick und ihre große persönliche Kraft, beide so viel größer als meine eigenen. Und deswegen will ich ihre Politik und Handlungsweise nicht verurteilen, als ob ich oder irgend sonst jemand es besser gemacht haben könnte. Aber die Resultate liegen vor uns, sie sind schrecklich. Ein allgemeiner Zusammenbruch ist abzusehen, Anarchie in ganz Europa. Russland ist ruiniert. Was davon übrig ist, ist in der Macht dieser tödlichen Giftschlangen. Aber Deutschland ist vielleicht noch zu retten. Sehr interessant übrigens, dass Churchill niemals ein eigentliches Ressentiment gegen Deutschland hatte. Er hat ja zwei Weltkriege gegen Deutschland mitgeführt oder geführt. Aber er hat immer sofort nachher für Versöhnung plädiert. Und da möchte ich noch etwas vorlesen, nämlich den Schluss seines Buchs über die World Crisis 1911 bis 18, also seine Geschichte des Ersten Weltkrieges. Die, das ist hier fast unbekannt, aber es ist eigentlich der großartigste Tribut, den irgendjemand an die deutsche Leistung im Ersten Weltkrieg jemals gezollt hat. Es hört sich ungefähr so an, ich übersetze improvisiert. In der Sphäre der Machtpolitik enthält die Weltgeschichte nichts wie den Ausbruch des deutschen Vulkans. 4 Jahre lang hat Deutschland gekämpft und die 5 Erdteile zu Lande, zur See und in der Luft ihnen widerstanden. Die deutschen Armeen hielten ihre wankenden Verbündeten aufrecht, intervenierten nämlich auf jedem Kriegsschauplatz mit Erfolg, standen überall auf erobertem Gebiet und fügten ihren Feinden mehr als 2-mal das Blutvergießen zu, das sie selbst erlitten. Ihre Stärke und ihre Science, ihre Gelehrsamkeit zu brechen und ihre Angriffswut zu bändigen, musste man alle größten Nationen der Menschheit ins Feld gegen sie stellen. Überwältigende Bevölkerungsmassen, ungeheure Hilfsmittel, maßlose Opfer, die Seeblockade, nichts half 50 Monate lang. Kleine Staaten wurden im Kampf niedergetrampelt. Ein gewaltiges Reich, das Russische, wurde in unerkennbare Fragmente zerstückelt. Und beinahe 20 Millionen Menschen starben oder vergossen ihr Blut, ehe dieser gewaltigen Hand das Schwert entrungen werden konnte. Gewiss, Deutsche, für die Geschichte reicht es. Ein gewaltiger Tribut, sehr eine überaus ritterliche Stelle, möchte ich sagen. Nur war die Geschichte ja damit nicht zu Ende und für die Geschichte hat es nicht gereicht. Für die Deutschen hat es nicht gereicht, nein. Und für Churchill ja auch nicht, denn seine eigentliche Rolle ist ja dann die 1940. Im Zweiten Weltkrieg, zweifellos. Man muss wohl sagen, und zwar auch heute noch, und wenn man alles übersieht, letzten Endes ist Hitler an Churchill gescheitert. Ohne Churchill hätte England wahrscheinlich 1940 nicht weitergekämpft. Und wenn es nicht weitergekämpft hätte, hätte Amerika keinen Ansatzpunkt gehabt, von dem es Europa erobern, befreien, wie sie wollen konnte. Und die Russen wären wahrscheinlich 1941 zusammengebrochen, wenn nicht das Weiterkämpfen der England Hitlers linke Hand gefesselt hätte. Hitler kämpfte ja gegen Russland zwar mit seiner rechten Hand, aber doch nur mit einer Hand. Ein Viertel der Armee, ein Drittel der Luftwaffe und die ganze Flotte waren gegen England eingesetzt die ganze Zeit. Churchills große historische Rolle ist sicher in den Jahren 1940-41 schon nicht mehr in der zweiten Hälfte des Weltkrieges, denn er hatte ja eine ganz andere strategische Konzeption
als die, die dann durchgeführt worden ist. Wobei man wieder an dieses merkwürdige Europäertum Churchills denken kann. Also was Churchill wirklich vorhatte, war ja nicht der Angriff vom Westen, der dann schließlich von den Russen und Amerikanern durchgesetzt wurde in Teheran. Und zum Zusammentreffen beider Supermächte in der Mitte Europas führte. In der Mitte führte und damit zur Teilung Europas und übrigens auch Deutschlands. Was Churchill wollte, war der Angriff vom Süden. Sicher strategisch eine viel schwierigere und verschwenderische Operation. Also vom Mittelmeerraum aus. Vom Mittelmeerraum aus. Aber was ihm immer vorschwebte, war ganz ähnlich wie übrigens auch im Ersten Weltkrieg, die Front von Süden her aufzurollen. Nicht auf Paris zu zielen, sondern auf Wien, Prag, Berlin von Süden her. Was gleichzeitig Russland aus Europa ausgeschlossen hätte natürlich. Das ist dann, hat er nicht durchsetzen können. Da wollten die Amerikaner nicht, die Russen wollten es sowieso nicht. Es lief dann alles anders und der zweite Teil des Weltkriegs ist für Churchill eine Tragödie geworden. Aber ich wollte sagen, dass da sein merkwürdiges Europäertum sich irgendwie wieder durchsetzte. Er wollte nicht England mit Europa vereinigen, darauf kommen wir vielleicht noch, das wollte er nicht mal nach dem Kriege. Es gibt diesen berühmten Satz aus dem Jahr 1930, wir haben unseren eigenen Traum und unsere eigene Aufgabe, wir sind mit Europa, aber nicht in Europa, mit ihm verbunden, aber nicht eingeschlossen. Genau. Das ist eigentlich immer seine Grundidee gewesen. Er wollte, was ihm vorschwebte, war für England eine ganz andere Einheit, die Einheit der englisch sprechenden Völker, die Wiedervereinigung mit Amerika sozusagen. Die hat er auch verfolgt und die ist ihm natürlich auch nicht gelungen. Nein, aber er hatte eine Vision für Europa. Was ihm vorschwebte, war ein Europa, von dem also erstmal Russland völlig ausgeschlossen sein musste, solange es bolschewistisch war. Und das im Übrigen möglichst im Europa des 19. Jahrhunderts gleichen sollte. Also zum Beispiel auch mögliche Wiederherstellung der Monarchien, wo das ging. Das ist auch sehr interessant. In seinem Buch über den Zweiten Weltkrieg, ganz am Anfang, bedauert er sehr, dass die Monarchie in Deutschland 1918 gestürzt worden ist. Das, sagt er, hat das Vakuum geschaffen, in das dann eine Figur wie Hitler eindringen konnte. Da ist er natürlich von der englischen Monarchie geprägt. Ich meine, die englische Monarchie ist nicht ganz so etwas Unerhebliches, wie sie etwa vom Bismarckschen Standpunkt aus erschien. Sicher, die englischen Monarchen haben keine politische Funktion, wie sie die preußisch-deutschen hatten. Aber gerade deswegen ist ihre symbolische Funktion, ihre nationale Einigungsfunktion ungeheuer stark, vielleicht viel stärker, als wenn sie mit einer bestimmten Politik, die ja scheitern kann, verbunden werden. Die war aber 1918 in Deutschland zerbrochen. Sicher. Ich meine, das ist eine lange Geschichte und ob die Monarchie 1918 zu retten gewesen wäre, darauf können wir jetzt hier in diesem Zusammenhang, glaube ich, nicht eingehen. Ich sage auch nicht, dass Churchill einen Weg gewusst hätte, wie die Engländer sie etwa hätten retten können. Er hat es nur sehr bedauert. Und worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes, dass er im Zweiten Weltkrieg ja ausgesprochen, zum Beispiel in Griechenland, aber auch anderswo, mit monarchistischen Restaurationsplänen nicht nur spielte, dass er sie tatsächlich hatte. Er hat auch so an so etwas wie die Wiederherstellung einer österreichisch-ungarischen Donauföderation gedacht. Er hatte die Idee, so etwas wie das vor 1914 Europa wiederherzustellen. Und deswegen unter anderem wollte er die Südstrategie durchführen, die ja England und Amerika zum Herrn ganz Europas und nicht nur des halben Europas gemacht hätte nach dem Kriege. Nun, das ist bekanntlich 1943 in Teheran gescheitert und er selbst hat über dieses Scheitern immer sehr bitter gedacht. Der letzte Band seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges heißt Triumph und Tragödie. Er hat schon damals gewusst, es war auch eine Tragödie. Übrigens auch für England, aber das ist ein Thema für sich. Diese sensationelle Europarede aus dem Jahr 1946 hält er dann, ist ja die Rede eines Entmachteten. Ja. Also von Europa kann geschwärmt werden. Also geschwärmt würde ich nicht sagen. Er hatte schon realpolitische Gedanken dabei, die sich ja übrigens, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, durchaus verwirklicht haben. Also seine Idee, der Kern eines wiedervereinigten oder wiederhergestellten Europa müsste eine Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich sein. Das ist ja schließlich wahr geworden unter Adenauer und de Gaulle, wenn auch erst reichlich 10 Jahre später. Und auch wieder sehr interessant, Deutschland und Frankreich sollen sich versöhnen und sollen das, was von Europa übrig ist, um sich herum irgendwie einigen. Aber England sollte nicht mitmachen. Das wollte Churchill auch 1946 nicht und das hat er auch nicht versucht, als er 1900
1951 wieder Premierminister wurde. In dieser Rede ist ja auch etwas realistisch. Für ihn ist Europa das Heilmittel, das die ganze Szene wie durch ein Wunder verwandeln und ganz Europa oder doch dessen größten Teil so frei und glücklich machen könnte, wie heute die Schweiz es ist. Dieses Mittel besteht in der Erneuerung der europäischen Völkerfamilie. Wir müssen eine Art Vereinigter Staaten von Europa gründen. Aber er sagt gleichzeitig, vielleicht gehören eben nur Teile Europas dazu. Also die Teilung Europas war ja 1946 bereits virtuell vorhanden. Sie war noch nicht offen ausgesprochen, aber jeder konnte sehen. Churchill selbst hat damals das Wort vom eisernen Vorhang geprägt, dass in der Mitte Europas eine Grenze lief und dass diese Grenze nicht so bald zu beseitigen sein würde. Er meinte aber mit Teilen auch vielleicht wirklich noch, dass er England nicht mit einschloss. Sehr interessant ist ja eine spätere, sehr bedeutende Rede Churchills aus dem Jahr 1953 nach dem Tod Stalins, wo er sozusagen drei große Grundlagen einer neuen Weltordnung entwickelte. Erstens ein vereinigtes, kontinentales Westeuropa um Deutschland und Frankreich gruppiert ohne England. Zweitens eine sehr enge Verbindung zwischen England, dem englisch sprechenden weißen Commonwealth und Amerika. Und drittens einen Ausgleich zwischen diesen drei großen Machtzentren, zu denen nun also auch noch die Sowjetunion nach Stalin kam, auf der Basis eines Atomfriedens. Denn das muss man ihm ja auch zulassen. Er hat als einer der allerersten erkannt, dass mit der Entwicklung der Atomwaffen eine kriegerische Zuspitzung des Kalten Krieges nicht mehr möglich war. Das alles steht in einer Rede vom Mai 1953, vielleicht seine bedeutendste Rede, ich sage manchmal sein staatsmännisches Testament. Nun ist ja aus allem nur wenig geworden oder jedenfalls nicht das, was er sich vorstellte. Trotzdem muss man eins ihm lassen, die Art europäischer, ja, staatenbündlerischer Einigung, die ihm vorschwebte im Westeuropa, ist ja ein gut Stück weit gekommen. Sie ist nicht vollständig, aber die Beziehungen zwischen den westeuropäischen Staaten sind heute mit denen vor dem Kriege und auch denen im 19. Jahrhundert gar nicht mehr zu vergleichen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es zwischen den wirklichen Großmächten, also Amerika und der Sowjetunion, ja tatsächlich heute so weit ist, dass man einen heißen Krieg nicht mehr zu erwägen wagt. Die Salt Abmachungen sind da ein Beispiel dafür. Mit England selbst ist es ja etwas anders gegangen. Aus der besonderen Beziehung zwischen England und Amerika ist nichts geworden. Und England ist nun also, was Churchill sicher nicht gewollt hat, nun sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend doch in den westeuropäischen Zusammenhang eingetreten. In dieser Rede von 1953 scheint es doch so, als ob er nicht nur über seinen eigenen Schatten springt, indem er seine Rolle als Brite aufgibt und England einbezieht, sondern auch gleichzeitig noch über die damalige westeuropäische Konzeption. Es sollte doch ein übereuropäisches Locarno sein. Das auch. Also unter der Voraussetzung. Weit mehr als damals die Paneuropa-Ideen waren. Ja, sicher. Waren. Unter der Voraussetzung, dass die westeuropäischen Länder sich in irgendeiner Form einigten, was ja damals schon angefangen hatte. Es gab schon also den Versuch der Europäischen, der EVG, der Europäischen Verteidigungseinigung. Es gab schon den Schumann-Plan und also das, was heute die EEG geworden ist, war schon im Werden. Aber das setzt ja sozusagen voraus. Aber darüber hinaus sollte nun zwischen den Großmächten Amerika, Russland und England, Europa eine Art Locarno-Vertrag, also eine Grenzgarantie, ein Nicht-Angriffs-Verhältnis hergestellt werden. Und man muss ihm eigentlich lassen, das war alles, damit war er wirklich seiner Zeit voraus. 1953 wurde das alles kaum begriffen und der alte Mann wird eben ein bisschen wunderlich, war so die Reaktion. In Wirklichkeit ist das die Politik der 60er und 70er Jahre geworden. Der Versuch einerseits Europa, also Westeuropa, möglichst eng zu einigen, immer noch nicht voll abgeschlossen. Ein besonderes Verhältnis zwischen Amerika und Russland, etwa auf der Basis der Salt-Verträge, der gegenseitigen Rüstungskontrolle und einer festen Abgrenzung der gegenseitigen Einflusszonen, die in Europa funktioniert hat, nicht außerhalb Europas.
und ja eine englische Rolle so irgendwie im Zentrum all dieser Dinge. Ich erinnere mich noch gut, es gab damals, die Engländer hatten damals sehr hohe Ideen von sich. Sie fühlten sich sozusagen im Mittelpunkt dreier Kreise, sie irgendwie mit Europa verbunden, irgendwie mit Amerika verbunden und dazu dann noch das Commonwealth, das nunmehr sehr ausgeweitete Commonwealth, in dem auch Indien und schon auch die ersten schwarzen Staaten waren. Und inmitten dieser drei Kreise gewissermaßen als Mittelpunkt, um den sich alles dreht, hoffte England, obwohl jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg sehr geschwächt, doch noch einmal eine Art Weltmachtstellung auszuüben. Was eine Illusion war. Was sich als Illusion herausgestellt hat. Aber es erklärt vielleicht, warum die Engländer mit so viel Resignation und so viel Gefühl fast eines Rückzugs, fast einer Demütigung in die europäische Gemeinschaft eingetreten sind. Denn sie sind nun eben in dieser Gemeinschaft doch nur einer von drei oder vier Hauptmächten mit der Bundesrepublik, Frankreich, Italien zusammen etwa auf einer Stufe. Und sie haben nicht mehr dieses Gefühl, um uns dreht sich die ganze Welt, an das sie sich gewöhnt hatten. Aber einen europäischen Enthusiasmus gibt es eigentlich auch nicht mehr. Frankreich geht doch sehr zögernd die nächsten Schritte ein. Also Enthusiasmus hat es vielleicht nur mal einen kurzen Augenblick gegeben, kurz nach dem Kriege. Damals als junge Leute Grenzfehler niederrissen und so etwas. Bis in die 50er Jahre hinein. Bis vielleicht noch in die frühen 50er Jahre hinein, wo man das Gefühl hatte, also hier muss Stunde Null, es muss ein ganz neues Kapitel für Europa anfangen. Aber immerhin würde ich doch sagen, dass man seit den römischen Verträgen, also seit 1955, in dem nun immerhin einem Vierteljahrhundert, doch in Westeuropa ganz unbemerkt, möchte ich sagen, ohne große Begeisterung, ohne große Eklat, gewaltige Fortschritte gemacht hat. Was einem heute alles so selbstverständlich erscheint. Eben. Ich weiß noch sehr genau, wie man damals nach dem Kriege es kaum fassen konnte, dass man vor 1914 ohne Pass in ganz Europa reisen konnte. Ja, jetzt kann man das selbstverständlich wieder. Und zwar nimmt man es als ganz selbstverständlich hin. Aber es ist nicht nur dieses private Gefühl, dass die Grenzen in Westeuropa eigentlich keine richtigen Grenzen mehr sind, sondern es ist ja doch, hat sich ja doch im politischen Ungeheuer viel verändert. Wie ich schon sagte, ohne dass es so recht bemerkt worden wäre. Zum Beispiel die Idee eines Krieges, sagen wir mal, zwischen Deutschland und Frankreich, ist ja einfach irgendwie durch den Rost gefallen. Das gibt's nicht mehr, daran denkt keiner mehr. Und bedenken Sie, was das bedeutet. Ich meine, seit 1813 bis 1945 haben gerade Deutschland und Frankreich ja immer eigentlich auf Kriegsfuß gestanden, mindestens seit 1870. Es gab, die beiden Generalstäbe bereiteten immer einen Krieg gegeneinander vor. Das tun sie nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Es gibt keine derartigen Generalstabspläne mehr. Das ist doch eine ungeheure Veränderung. Und dann sehen sie auch wirtschaftlich, natürlich, was man so in den Nachrichten hört, ist ewiges Gezänk und über das Agrarsystem und über die Preise für dies und für das und den Grenzausgleich und das Währungssystem und die Schlange und was weiß ich. Und die Leute denken, ach, um Gottes Willen. Ja, aber dass man überhaupt über alle diese Dinge redet, ist ja eine gewaltige Neuigkeit. Früher machte jeder europäische Staat seine eigene Wirtschaftspolitik und seine eigenen Zölle und da redet ihm keiner rein und es wäre eine Unverschämtheit gewesen, wenn ein anderer überhaupt versucht hätte, da mitzureden. Jetzt ist es selbstverständlich, dass man sich dauernd darüber kabbelt und dann doch wohl irgendwie auch immer wieder zusammenrauft. Das sind gewaltige Unterschiede und ich würde doch sagen, gewaltige Fortschritte, die man, glaube ich, unterschätzt. Es ist heute nicht mehr irreal, von Westeuropa, obwohl es keine gemeinsame Regierung gibt, als eine Art merkwürdiger Einheit zu sprechen. Und es wird auch so angesehen. Es wird so angesehen, zum Beispiel von den Chinesen, die ja weit weg sind und daher so die Einzelheiten nicht sehen, sondern das Ganze. Oder auch von den Russen. Ich meine, das Comic-Con hat jetzt so Fühler ausgestreckt, irgendwie direkte Beziehungen mit der EG aufzunehmen. Das heißt, was immer daraus werden mag, es erkennt die EG als etwas Einheitliches, politikfähiges, politikmachendes an. Das wäre vor 1945 und noch nach 1945 in den ersten Jahren undenkbar gewesen. Aber das Merkwürdige ist, dass das nur zustande gekommen ist, weil eben Europa oder die europäischen Staaten zweit- und drittrangig geworden sind, weil sie eben an den Peripherien der politischen Macht stehen. Das ist leider wahr. Während man früher eben von dem europäischen Gedanken etwas ganz anderes erwartet hat, nämlich ein politisches Erstarken. Ja.
Also ich möchte nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs ganz kurz zurückkommen. Sie erinnern sich, ich sprach davon, dass Europa im 18. und 19. Jahrhundert weit weg von irgendwelchen Einheitsbestrebungen war, aber als Staatensystem, das es war, Weltvormacht war. Weltvormacht ist es heute nicht mehr, aber über das Staatensystem fängt es an, hinauszuwachsen. Und die Geschichte ist sehr lang. Wenn hier erst einmal sich ein Einheitsgefühl bildet, weiß man nicht, wie weit es eines Tages reichen wird. Und da kann man vielleicht nochmal auf Churchill zurückkommen. Churchill ist ja eine ganz merkwürdige Figur. Er gehört nicht in seine Zeit. Und ich sagte, glaube ich, mal vorhin, er war zum Teil ein Anachronismus. Er war ein Aristokrat und ein Monarchist in einem schon republikanischen und demokratischen Europa, überhaupt in einer demokratischen Welt. Er wollte auch etwas wiederherstellen, was eigentlich mehr ins 19. Jahrhundert gehörte und wohl nicht wiederherzustellen war. Das ist alles richtig. Aber gleichzeitig war er auch mindestens in seiner letzten Phase seiner Zeit voraus. Er hat mindestens gemerkt, dass die Machtverhältnisse in der Welt viel größere Einheiten erforderten als die europäischen Staaten des 19. Jahrhunderts. Und er hat begonnen, in Kontinenten zu denken. Ich denke da wieder an seine Rede von 1953. Amerika, das britische Weltreich, wie er damals noch glaubte, Europa, die Sowjetunion, heute würde man noch China dazu rechnen. Das sind beim späten Churchill bereits die neuen Großmächte, mit denen sich eine globale Politik abspielt. Und insofern gehört er doch auch vielleicht nicht nur der europäischen Vergangenheit zu, sondern auch der europäischen Zukunft.